Hast du schon mal das Problem gehabt oder vielleicht von anderen davon gehört, dass du bzw. die andere Mutter womöglich keinen Kontakt mehr zu einem ihrer Kinder hat? Oder wenn es ganz dramatisch ist, die Mutter hat nur ein Kind und dieses Kind hat den Kontakt seit Jahren abgebrochen. Kennst du das? Und wurdest du dann vielleicht gefragt, was kann ich tun? Ja, ich sag, da ist zugegebenermaßen guter Rat teuer. Und die Traurigkeit und die, ja, vielleicht auch das Schamgefühl, das diese Person hat, die dann als Mutter vermutlich, so könnte man jedenfalls meinen, versagt hat. Das stelle ich jetzt als Frage in den Raum, nicht als Behauptung. Diese Mutter, die hat nicht nur ein schweres Herz, weil das Kind sich nicht mehr meldet und das Kind jeglichen Kontakt versucht, der Mutter auch gar nicht beantwortet, sondern die Mutter hat auch noch damit ein Problem, dass Freunde, Bekannte, Menschen, mit denen sie zu tun hat, dass sie denen das gar nicht sagen mag, beziehungsweise die vermutlich ihr innerlich Vorwürfe machen. Ja, ein ziemlich heikles Thema und ein ziemlich heißes Eisen für alle die, die das betrifft. Was machst du, wenn genau du eine sogenannte verwaiste Mutter bist? Ja, und ich möchte dir ans Herz legen und mit dem Herzen, wenn du mich schon mal im Video oder auch in echt gesehen hast, dann weißt du, Hand aufs Herz ist meine Methode. Und mit dieser Methode kannst du auch in diesem Moment rausbekommen, warum du unbedingt Kontakt haben möchtest. Du kannst noch nicht unbedingt rausbekommen, warum das Kind den Kontakt eingestellt hat. Aber du kannst vielleicht damit rausbekommen, warum du unbedingt Kontakt haben möchtest. Das würde also wieder damit gehen, dass man die Hand aufs Herz legt oder du die Hand aufs Herz legst und dein Herz fragst, dein Inneres fragst, warum möchte ich unbedingt Kontakt haben zu meinem Kind, das den Kontakt mit mir wiederum nicht haben will. Ich bekomme jetzt eine Antwort und ich weiß nicht, ob das die Antwort wäre, die du auch bekämst, aber es kommt so etwas wie, ich möchte mich als Mutter einfach bestätigt fühlen. Also das sind quasi diese Wahrnehmungen, die ich eben als was die anderen von dir denken könnten, beschreibe. Also eine Antwort auf diese Wahrnehmung wäre das. Es kann aber auch eine andere Antwort geben. Und bevor ich jetzt viel rumprobiere, weil es ja nicht wirklich mein persönliches Thema ist, möchte ich dir an dieser Stelle nur noch mal den Hinweis geben, leg die Hand auf dein Herz. Und frage nach innen, um was geht es mir eigentlich wirklich, wenn ich so sehr darunter leide, dass ich zurzeit keinen Kontakt zu meinem Kind habe? Um was geht es wirklich im Kern? Also um was geht es ganz tief drin in meinem Unterbewusstsein, in dem Thema hinter dem Thema? Und dann kommst du eventuell oder sehr wahrscheinlich bekommst du erstmal eine Antwort, wenn dein Herz dir überhaupt antwortet. Wenn du noch nie oder selten mit deinem Herz bislang gesprochen hast, könnte es durchaus sein, dass dein Herz dir sozusagen innerlich den Vogel zeigt und du dich komplett hängen lässt, dass dein Herz gar nicht antwortet. Dann kannst du da an der Stelle erstmal nicht weitermachen, denn
Ja, das ist natürlich blöd, aber an der Stelle ist es jetzt ein bisschen schwierig, da weiterzumachen. Da geht es dann darum, dass du dein Herz quasi erstmal den roten Teppich wieder auslegst und deinem Herz gegenüber eine vertrauensbildende Maßnahme aufbaust. Erstmal wieder dein Herz erstmal mit kleinen Fragestellungen erstmal wieder mit ins Spiel bringst, also mit in deine innere Kommunikation aufnimmst. Also das könnte beispielsweise sein, und ich frage dich, mein Herz, darf ich dich mal wieder was fragen? Oder, und ich frage dich, mein Herz, dürfte ich mal mit dir reden? Ich hätte da mal eine Frage. Und ich verspreche dir, mein Herz, dass ich dich zukünftig öfter hören, fühlen und auf das, was du mir innerlich rätst, auch mehr eingehen werde. Das wären quasi so vertrauensbildende Maßnahmen, damit das Herz sich überhaupt wieder dazu bereit erklärt und auch das Gefühl hat, es möchte mit dir reden. So wie ich dir das sage jetzt, fällt mir gerade auf, ich tue gerade so, als wäre das Herz eine getrennte Institution. Ist es natürlich nicht. Aber wenn du die Verbindung zum Herzen lange nicht mehr aufrechterhalten hast, kann es wirklich sein, dass an der Stelle, ich sage es jetzt so, sowas wie ein Stein hängt. Also etwas, was schon lange nicht mehr geantwortet hat, wo nichts mehr ankommt. Und dann geht es darum, diesen Stein erstmal weich zu machen und erstmal wieder mit Leben zu füllen und erstmal wieder ins Leben zu holen. Und das ist eigentlich das, was ich bislang erfahren habe, wenn es darum ging, dass das Herz nicht sprechen wollte, nicht antworten wollte. So, wir gehen jetzt aber davon aus, dass du mit deinem Herz gut in Kontakt stehst, dass du schon seit Jahren womöglich auf deine Herzebene achtest und insofern kriegst du Antworten. Das war jetzt das eine, was du machen kannst. Das zweite, was du machen kannst, ist auf jeden Fall dieses absolute Verlangen nach Kontakt loszulassen. Und loslassen geht an der Stelle, funktioniert an der Stelle tatsächlich auch übers Herz. Und zwar über eine klare Entscheidung. Und die hieße in diesem Fall, und ich entscheide mich dafür, mein starkes Verlangen, mein womöglich überstarkes Verlangen nach Kontakt mit meinem Kind jetzt komplett loszulassen. Und ich entscheide mich dafür, diese wahnsinnige Energie, die ich in dieses Gefühl bislang stecke, mit meinem Kind unbedingt Kontakt haben zu wollen, die lasse ich jetzt komplett los. Bis in alle Sphären, wo das abgespeichert war. Und ich entscheide mich dafür, dass ich zuversichtlich bin, dass mein Kind, wenn es denn möchte, den Kontakt zu mir suchen wird. Wann immer es das möchte. Und dass ich mich frei mache von dieser zeitlichen Enge, diesem Gefühl, das müsste jetzt bald und sofort passieren. So, und wenn du das gemacht hast, wenn du dieses Gefühl, dem du vorher immer so mit Druck und mit Nachdruck nachgegangen bist, rein innerlich, wenn du dieses Gefühl für dich so weit runtergefahren hast, dass du sagst, okay, ich bleibe zuversichtlich, irgendwann werde ich den Kontakt zu meinem Kind, wie auch immer, bekommen. Und ich lasse mich jetzt aber nicht mehr so im tagtäglichen Leben quälen, dadurch, dass der Kontakt im Moment einfach nicht besteht. Ich lasse dieses Gefühl, diese Trauer, diese Wut, womöglich auch diese Aggression los. Und da sage ich nochmal, und ich entscheide mich dafür, auch die Trauer, also diese tiefe Traurigkeit, weil ich den Kontakt zu meinem Kind gerne hätte und es diesen Kontakt einfach nicht haben will, warum auch immer, die lasse ich auch komplett los. Ich lasse dieses ganze gesamte Paket, dass mein Kind den Kontakt verweigert,
lasse ich stückchenweise, so dass es mein System gut verkraften kann, los. Ja. Und jetzt atme ich tief durch, weil ich im Grunde genommen habe ich jetzt stellvertretend für jemanden diese Arbeit getan, die du für dich tun kannst. Und deshalb ist es scheinbar auch bei mir näher gegangen und angekommen. Und es kam zu diesem Seufzen, und nach diesem Seufzen stellt sich normalerweise immer eine gewisse Erleichterung ein. Und diese Erleichterung, die nutze ich jetzt wieder, um weiter zu fragen. Und ich frage mein Herz und ich frage meine innere Weisheit, gibt es noch Themen in diesem Bereich, die ich jetzt auch noch loslassen müsste? Ja, und da kommt etwas. Und ich habe schon mal darauf hingewiesen, dass ich mich im Moment ja so ein bisschen mit einer anderen Art von Krankheitswahrnehmung beschäftigt habe. Und da geht es darum, dass der Konflikt, diese Kontaktverweigerung von Seiten des Kindes, womöglich auch denjenigen, der damit zu tun hat, durchaus krank machen kann. Und zwar, und jetzt ist es ganz faszinierend, krank machen kann auf der Ebene der Haut. Also das heißt, es kann sich in einer Krankheit, in einer Hautkrankheit zeigen, dass der Kontakt zu einem anderen Menschen im Moment nicht gelingt. So als würde es ein Defizit geben angesichts dieses Hautkontaktes. Und von daher, damit diese, ich sag mal, Wunde auch nach und nach heilen kann, nämlich in genau diesen Portionen, wie du das für dein System am besten verkraftest, lasse ich das Gefühl, dass ich diesen Kontakt unbedingt haben möchte, wirklich auch portionsweise los. Das dient im Endeffekt meiner eigenen Gesundheit. Es wird meine eigene Gesundheit insofern nicht zu stark lädiert, wenn ich das Portion für Portion loslasse. Mein Bedürfnis, diesen Kontakt zu haben und zu halten, beziehungsweise wiederzubekommen. Es ist ja ein inneres Bestreben nach diesem engen Kontakt. Und wenn du dir jetzt vorstellst, was du gerne machen möchtest, am liebsten, wenn du dein Kind wieder siehst, dann heißt das natürlich, du möchtest es in den Arm nehmen, du möchtest es an dich drücken, du möchtest es irgendwie herzen. Und da spielt die Haut natürlich auch eine große Rolle, auch das Gesicht spielt da eine große Rolle, weil wir unseren Kontakt natürlich häufig auch Wange an Wange durch Hautkontakt bahnen dann dem Kind gegenüber. Und von daher ist es wirklich wichtig, dass du, wenn du so ein Problem hast, den Konflikt, dieses ganze Paket, so weit wie du es schaffst, loslässt. Und loslassen heißt in diesem Bezug auch immer, dass es sich nicht mehr quälend anfühlt, dass dein Gefühl zu diesem Thema neutral wird. Dass da keine Trauer mehr ist, dass da keine Wut mehr ist, dass da keine Enttäuschung mehr ist, dass du das Schamgefühl aufgelöst hast. Und von daher ist das, was ich jetzt in der Kürze gezeigt habe, nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was man dann alles für sich bearbeiten kann. Und da appelliere ich jetzt an deine Kreativität und an deinen Einfallsreichtum, alle diese Probleme und alle diese Punkte, diese Unterpunkte, die es da geben kann, noch loszulassen. Diese Entscheidung zum Loslassen, die kannst du auch treffen, wenn das Herz nicht geantwortet hat. Der Satz ist an der Stelle nochmal ganz wichtig. Also du kannst dir Sätze aufschreiben, vorher notieren, die du alle loslassen möchtest. Und man lässt halt immer das los, was einen quält. Ja, das ist meine Anleitung gewesen zu dem Thema verwaiste Mutter, verwaiste Eltern. Ich möchte gerne Kontakt mit meinem Kind und mein Kind möchte das scheinbar im Moment nicht.
Warum auch immer, ich kann es nicht erzwingen, aber ich kann für mich die Luft rauslassen, den Druck nehmen aus dem Gefühl, ich möchte das unbedingt. Und dann passiert etwas ganz Faszinierendes. In dem Moment, wo du nicht mehr innerlich dran ziehst, diesen Kontakt haben zu wollen, kann es sein, dass der Kontakt von Seiten des Kindes einfach aufgenommen und gesucht wird. Das kann sein, wenn du alles losgelassen hast und eigentlich sagst, ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber es fühlt sich jetzt relativ neutral an. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, ich weiß, ich habe ein Kind und das meldet sich nicht, aber das ist im Moment nicht mehr wund, das tut nicht mehr weh, sondern es ist eben schade, aber es ist schade auf eine neutrale Art und Weise. So, und genau dann, wenn der Zug von deiner Seite nachgelassen hat, der energetische Zug im Hinblick auf das Bedürfnis, das Kind möchte sich melden, dann kann es passieren, dass ein Wunder passiert, erstmal in deiner Wahrnehmung, und das Kind sich meldet. Oder das Kind durch einen Freund einen Gruß ausrichten lässt. Oder dass das Kind plötzlich irgendwie eine Karte schreibt oder eine Nachricht schickt oder ein kleines Video oder was auch immer. Das kann passieren. So, ich hoffe, dass du das Thema für dich verarbeiten kannst und damit was anfangen kannst. Und für heute soll es das gewesen sein. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Achso, und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das jetzt gerne nach, wenn du noch weitere Tipps von mir bekommen möchtest. Und falls dir dieses Video gefallen hat, hinterlass mir auch gerne einen Like-Daumen. Ja, und wenn du irgendwelche Fragen hast zu dem Thema, weil ich vielleicht etwas nur angerissen habe oder du schreiben möchtest, wie du selber mit dem Problem umgegangen bist bislang, dann darfst du das gerne in den Kommentaren als Kommentar hinterlassen. Bis dann. Ciao, ciao.